Gut, also nochmal kurz Theorie, aber dieser Teil ist eigentlich gedacht, dass das aufzeigen soll, dass alles, was wir bisher diskutiert haben, eigentlich gar nicht so kompliziert ist und insbesondere, dass das eigentlich sehr kompatibel ist mit so den gängigen Konzepten in der Prüfungsdidaktik. Vielleicht nochmal eben, es geht um diesen Gedanken, um diesen Perspektivenwechsel, quasi von in der Prüfung versuchen wir herauszufinden, was da im Kopf ist, hin zu, eigentlich möchten wir in der Prüfung schauen, zu was ist ein Akteurnetzwerk und natürlich mit den Kandidaten, die da drin quasi in der Mitte sitzen. Zu was ist das fähig? Oder umgekehrt gesagt, wenn ich Kandidat bin, zu was bin ich fähig in unterschiedlichen fachlichen Akteurnetzwerken? Ich finde, dass das ist wunderbar kompatibel mit dem Gedanken des Constructive Alignment. Vielleicht muss man hier das Constructive etwas in den Hintergrund treten lassen. Ich persönlich mache das ohnehin, weil ich finde, der Alignment-Gedanke, also dass eben Lernziel, Lernaktivität und Prüfungsaufgabe, dass die sich alle aufeinander beziehen, aber insbesondere auf die eigentliche Kompetenz, oder um die es gehen sollte, kann das auch anders nennen wie Kompetenz. Ich finde, dieser Gedanke verhält immer. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich habe eigentlich nicht so ein konstruktivistisches Verständnis von Lernen, weil das ist ja, was der Constructive Teil meint. Und hier eigentlich die spannende Implikation zum Alignment ist, wenn wir jetzt wieder das Konzept der Akteurnetzwerke nehmen, ist eben, dass das bedeutet, dass wir eben das Alignment hinsichtlich des Akteurnetzwerkes herstellen sollten. Also, oder wir schauen ja, was ist denn das Akteurnetzwerk in der fachlichen Praxis? Und dann müssen wir uns überlegen, ja, was sind jetzt da, weil sowohl im Unterricht wie auch in der Prüfung, wir können das nie in der vollen Komplexität abbilden. Also müssen wir uns überlegen, welche sind da wirklich die matchentscheidenden Schnittstellen im Netzwerk? Und die sollten wir dann eben übersetzen in die Lernaktivitäten, aber eben auch in die Prüfung. Dann authentisches Prüfen, das ist eben dieses Schlagwort, passt auch super zusammen. Da kann man jetzt eben sagen, quasi dieser Akteur-Netzwerk-Gedanke bedeutet, dass wir eben, wenn wir authentisch prüfen möchten, die Authentizität wichtig ist hinsichtlich der Realisierung des Akteurnetzwerks. Also wieder das Beispiel, wenn ich quasi den Medizinstudierenden eine authentische Aufgabe gebe, aber als Text, oder Frau Müller kommt mit diesen Symptomen ins Spital, die Sonne scheint, bla bla bla, das ist ja authentisch, aber im Akteurnetzwerk ist das überhaupt nicht authentisch. Es ist eine völlig andere Situation, ob ich hier den Text lese und dann eine Antwort verfasse oder ob ich, wie zum Beispiel eben in den OSCE-Prüfungen, wirklich einen Mensch vor mir habe, mit dem ich interagieren muss. Genau, ja, ich denke, da die Illustration ist selbsterklärend. Dann der Kompetenzbegriff, der wird ja häufig dem Wissensbegriff gegenübergestellt. Und ich möchte jetzt gar nicht zu lang darauf eingehen. Aber hier kann man eigentlich auch sagen, das Wissenskonzept ist jetzt aus Sicht der Kompetenzorientierung, kann man ja als einen Teilbereich eigentlich von Kompetenzen. Also wenn ich nichts weiß, dann bin ich auch in nichts kompetent begreifen. Und hier kann man jetzt auch eine gewisse Assoziation herstellen, dass eben kompetenzorientiertes Prüfen eigentlich eben ressourcenvermitteltes Prüfen impliziert. Also anders formuliert,
insofern diese ganze Grundlagenforschung zu Embodiment, zu situierter Kognition, Extended Cognition, zu Akteurnetzwerken und. Also insofern diese Forschung, und zwar sowohl die theoretischen Arbeiten wie auch die empirischen, und das ist inzwischen bereits eine Riesenmenge an Forschung, nicht völliger Unsinn sind, impliziert eigentlich eine Kompetenzorientierung zwingend, dass man eben auch Ressourcen vermittelt, prüfen muss. Nicht nur, weil das hatten wir gesehen, eben bei den werkzeugvermittelten Sachen, mit dem Beispiel zum Beispiel auch von Doppeltransfer, dieses Internalisierte existiert ja dennoch. Und es kann eben auch wichtig sein, dass wir auch das miterheben können. Dann kurz Validität, und hier möchte ich doch noch kurz zu den rechtlichen Fragen zurückkommen. Ich denke, wichtig, wir haben ja oder die drei klassischen Güterkriterien, Objektivität, Reliabilität, Validität, und die stehen zueinander in der Beziehung, dass eben Objektivität eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung ist für Reliabilität, und Reliabilität ist notwendig, aber nicht hinreichend für Validität. Und das wurde sehr lange fälschlicherweise so interpretiert, dass man eben zunächst Objektivität sicherstellen muss, dann Reliabilität und dann Validität. Und das ist komplett falsch. Also das ist wie der Mann, der im Dunkeln den Schlüssel sucht, den er im Busch verloren hat, diesen aber auf dem Gehsteig im Lichte der Laterne sucht, weil dort eben Licht ist und im Gebüsch ist es dunkel. Was wir tun müssen, ist, wir müssen uns zunächst überlegen, ja, was ist denn eine valide Prüfung? Und dann können wir überlegen, gut, wie kann ich jetzt diese valide Prüfung so reliabel und so objektiv wie möglich gestalten? Und die Validität meint ja, messen wir tatsächlich das, was wir zu messen beanspruchen? Und wenn wir das wirklich tun, dann sind damit eigentlich auch Dinge wie Fairness oder eben wie die rechtlichen Randbedingungen, die ich sicherstellen muss, grundsätzlich mal gewährleistet. Im Detail mag das noch abweichen, aber ein Fokus auf die Validität stellt eigentlich immer auch im Grundsatz Dinge wie Fairness und so weiter sicher. Und hier wiederum kann man sagen, Validität bedingt eben auch, dass das valide ist, da jetzt wieder der Gedanke mit dem Alignment, neben anderen Dingen hinsichtlich der authentischen oder der validen Realisierung von Akteurnetzwerken. Und dann die Lerndienlichkeit. Ich denke, ich hatte das schon, ich habe das schon mehrfach erwähnt. Ein meiner Meinung nach mindestens so wichtiger Benefit eben von ressourcenvermittelten Prüfungen ist neben der Validität oder mit der Validität die Tatsache, dass wir sehr häufig eben auch positive Effekte sehen darauf, wie die Studierenden sich auf die Prüfung vorbereiten, aber bisweilen auch bis zurück in, wie dann nach einigen Semestern auch die Dozierenden den Unterricht und die Lehre gestalten. Jetzt kommt noch der dritte Praxisteil. Und hier ist das meiste effektiv, sind Ideen und Weiterentwicklungen der Konzepte, die wir gesehen haben, auch wie wir in die Zukunft schreiten könnten. Von mir mal wieder die Vorabbemerkung. Auch das steht im DECOMP EDU drin, dass das Aufgabe der Lehrenden der Zukunft ist, dass sie studieren, dass sie Aktivitäten integrieren, in denen Lernende effektiv und verantwortungslos digitale Medien für die Kommunikation, Kooperation und politische Partizipation nutzen. Ich glaube, das ist vielleicht, ich habe das Gefühl, hier sind jetzt nicht so viele Hochschulleitungen anwesend. Es ist aber natürlich vielleicht ein ganz gutes Argument zu sagen, dass es politisch im Grunde schon da drin steht. Und wenn das geprüft werden muss, was gelernt wird, weil das Prüfen das Lernen einfach so stark anleitet, dann bedeutet das im Grunde eigentlich auch, dass das
Kollaboration, digitale Kommunikation und Zusammenarbeit ebenfalls Teil von Prüfungen sein muss. Aber damit vielleicht genug und jetzt wieder zu dir mit den innovativen Ideen, wie das sein könnte. Genau, wir haben das schon verschiedentlich angesprochen und auch in den Fragen und Worten von Ihnen ist das ja aufgetaucht, eben die sozialen Aspekte, die Mathematiker, die was zusammen besprechen und so weiter, die eben auch Teil, ein sehr wichtiger Teil fachlicher Praxis sind. Und hier ist ganz spannend, hier kann man, weil es geht ja um digitale Prüfungen und auch so ein bisschen um ein Zukunftsthema. Und hier kann man eigentlich auch sagen, ja, aber das war schon immer so. Und ich denke, das stimmt. Und das geht so weit, dass man sagen kann, die Tatsache, dass Menschen eben zu Kooperation fähig sind, ist ja überhaupt erst eine der wichtigen Grundlagen, wieso wir überhaupt Kultur entwickelt haben, wieso wir Technologie entwickelt haben und da sind, wo wir heute sind. Also einerseits ist das nichts Neues. Andererseits ist gerade die digitale Technologie, hat eben auch fundamental verändert, wie wir zusammenarbeiten und auch quasi wie komplex die Akteurnetzwerke sein können, in welchen wir agieren. Also da geht es jetzt um ein Team, um eine Organisation bis hin zu einer Gesellschaft. Und wenn wir an Themen denken wie Social Media und Filterbubbles, dann sieht man auch, da gibt es irgendwie neue, schnelle Rückkopplungen, die es zuvor nicht gab in diesen Akteurnetzwerken, die uns auch Probleme bereiten. Also auch im Sozialen kann man jetzt zum Beispiel mit dem SMR-Modell argumentieren, dass wir hier wirklich vor auch völlig neuen Arten von sozialer Interaktion stehen. Und hier würde ich auch wieder argumentieren, und das ist zunächst mal immer auch im Fachkontext, in der fachlichen Praxis gebunden. Also hier quasi, wenn wir zuvor hier quasi den Menschen hatten, der mit der Technologie interagiert, geht es jetzt hier darum, wie Menschen miteinander interagieren. Und die Schwierigkeit ist nun, in einer Prüfung, in einer Klausur, macht es ja keinen Sinn, wenn ich diese Einheit quasi bewerte, weil am Ende erhalte ich mein Diplom als Einzelmensch und nicht als Zweiergruppe. Und da ist effektiv die Frage, ja, wie können wir das zusammenbringen, dass wir eigentlich hier das Gesamtnetz, da können auch N oder Personen drin sein, analysieren müssen. Und da ist wieder der Gedanke, das Ganze ist mehr wie die Summe der Teile. Also wir können das nicht auseinanderbrechen, ohne das Ganze zu verlieren. Und gleichzeitig eben dennoch individuelle Leistungen, Kompetenzen, was auch immer, zu bewerten. Genau, hier einfach wieder für den Kontext, also auch an der ETH stehen wir hier noch am Anfang. Wir sind jetzt am Punkt, wo wir aber auch Technologien haben, auch ein bisschen begünstigt durch Corona, welche uns hier erlauben, nun hoffentlich in den nächsten Semestern wirklich mit ersten Piloten in die Praxis zu gehen. Wir machen das auch immer so, wenn wir Neues probieren, machen wir das eigentlich selten direkt in einer scharfen Prüfung, also Vor-Credit-Prüfung, sondern wir proben das zunächst in Probeprüfungen, Mock-Exams und gehen dann aber eigentlich immer sehr zeitnah dann in die echte Prüfung rein. Und wie wir das managen, ist, dass wir dann, gerade wenn wir fundamentale Schritte vor uns haben, einfach einen Plan B haben. Was ist quasi, wenn es in der Probeprüfung schiefgelaufen ist? In der Regel ist dann 3 Monate später die scharfe Prüfung, dass wir dann einfach auf quasi die Neuerung verzichten können. Jetzt eine Grundidee ist, für Safe Exam Browser und die Entwicklung, die wurde tatsächlich angestoßen, noch bevor Corona da war.
Safe Exam Browser hat seit neuem auch Remote Proctoring Funktionalität. Und das hat damit zu tun, dass das, wenn wir kommerzielle Produkte anschauen, also kommerzielle Lockdown-Browser, dann haben die heute sehr häufig diese Funktionalität. In den USA ist das zum Beispiel ein großes Bedürfnis nach solchen Funktionalitäten, also dass man Distanzprüfungen digital überwachen kann. Und implementiert ist das letztendlich einfach mit Videoconferencing-Funktionalität, zum Beispiel Zoom, wie wir das jetzt nutzen. Und die Idee ist jetzt, dass wir die Videoconferencing-Funktionalität eben nutzen können, um Studierende miteinander zu verbinden in einer Prüfung. Und jetzt kann man sich fragen, ja, wieso möchte man das tun? Man könnte die ja auch einfach zusammensetzen. Und der Vorteil ist eben, ich kann, wenn ich das digital tue, dann kann ich das sehr schnell machen. Also ich kann die Studierenden 15 Minuten in dieser Gruppe arbeiten lassen, dann 15 Minuten in der nächsten. Würde ich das organisieren wollen mit Platzwechseln, dann würde die Prüfung eigentlich nur noch, oder die Hälfte der Prüfungszeit wäre Logistik und die Studierenden müssen den neuen Arbeitsplatz finden und so weiter und so fort. Gut, jetzt, wie könnte man das umsetzen? Eine Umsetzungsmöglichkeit, und das setzt effektiv nicht zwingend digitale Mittel voraus, das wäre zum Beispiel in Australien, soweit ich weiß, bereits recht breit praktiziert, sind Zweiphasenprüfungen oder Two-Stage-Exams. Und was da gemacht wird, ist, man hat eigentlich eine ganz normale Prüfung, die bearbeite ich individuell. Ich gebe die Prüfung ab und dann werden nach der Prüfung Kleingruppen gebildet. Und dann kann ich in der Kleingruppe die Prüfung noch einmal besprechen und die Kleingruppe gibt dann, muss sich auf eine Version quasi der Antworten für die Prüfung einigen und gibt das ab. Und dafür kann man dann noch sehr bescheidene Punktbonifikationen erhalten. Und jetzt die Idee hinter den Zweiphasenprüfungen ist nicht, dass man die Validität verbessert. Also da geht es nicht um den Gedanken, eben sozial vermittelte Kompetenzen besser erheben zu können, sondern da geht es um die Lerndienlichkeit, nämlich den Testing-Effekt. Das heißt, durch diese Rückbesprechung unmittelbar nach der Prüfung lernen die Studierenden nochmals enorm viel. Und dass man das quasi einfach mitnehmen kann, um quasi die tatsächlichen Learning Outcomes einer Veranstaltung nochmals zu verbessern. Jetzt eine andere Umsetzungsidee, und da geht es jetzt genau um das Problem, ja, wie quasi nehmen wir Dreiergruppen, oder? Eine Dreiergruppe, die hat eine bestimmte Leistungsfähigkeit und die kann ich ähnlich gut messen wie quasi die individuelle Leistungsfähigkeit. Aber wie kann ich das auf jetzt die einzelnen Studierenden runterbrechen? Und hier können wir ein Gedankenexperiment machen. Nehmen wir an, wir haben 1000 Studierende und jetzt bilden wir einfach alle möglichen Permutationen von Dreiergruppen der Studierenden und messen dort immer die Gruppenleistung. Und dann errechnen wir für jeden Studierenden die durchschnittliche Gruppenleistung. Und dann haben wir eigentlich eine ziemlich gute Approximation quasi der individualisierten, aber sozial vermittelten Kompetenz der Studierenden. Und hier ist jetzt genau diese Digitalisierung oder von Prüfungen kann hier helfen, weil wenn wir davon ausgehen, dass wir Aufgaben gestalten können, welche ich in Dreiergruppen bearbeiten kann, dass das in 15 Minuten passt, dann kriege ich bereits in 2 Stunden
8 solche Gruppen zusammen. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass ich vielleicht einen kurzen individuellen Teil der Prüfung vorlagere, der automatisiert bewertet werden kann, dann kann ich da sogar noch ein Counterbalancing machen. Und das heißt, ich habe eine Methode, wo ich quasi den Messfehler, habe ich jetzt eher mehr Glück oder weniger Glück, weil ich mit mehr oder minder kompetenten Studierenden arbeite, ich habe eine Methode, wie ich diesen Messfehler reduzieren kann. Und Prüfungen unterliegen immer einem Messfehler. Also das heißt, auch da sollte der Benchmark nicht sein, quasi die Fairness, wie stark sind meine Gegenüber in den Gruppen. Das ist perfekt austariert, sondern es sollte einfach vernünftig austariert sein. Wobei, wie gesagt, wir haben das noch nicht gemacht und was die Juristen dazu sagen, keine Ahnung. Aber es ist zumindest ein Ansatz, der funktionieren könnte, effektiv sozial vermittelte Kompetenzen im Sinne von Akteurnetzwerken umzusetzen. Also jetzt im Beispiel von Herr Weigand, oder könnte man da dann immer die Mathematikstudierenden zu zweit Probleme besprechen lassen. Man macht das einmal und rechnet dann immer die Gruppenleistung aus und mittelt das einfach, um eine Schätzung der individualisierten sozial vermittelten Kompetenzen zu haben. Genau, ich denke, das kann ich überspringen. Ein anderer Ansatz, und da verknüpfe ich jetzt die informationsvermittelten Kompetenzen mit die komplexe Fallstudie, die Idee des Doppeltransfers mit den sozial vermittelten Kompetenzen. Und die Idee da ist ja beim Doppeltransfer, ist der Gedanke, ich kann die Tiefe von konzeptionellem Verständnis überprüfen, indem ich schaue, wie schnell können sich Lernende neue, nah verwandte Kompetenzen erarbeiten. Und jetzt, was ich machen kann, ist, ich sage ja quasi diesen Transfer in, also dieses Verstehen der neuen Kompetenzen, das kann ich quasi der Prüfung vorlagern. Das heißt, zum Beispiel eine Woche vor der eigentlichen Prüfung gebe ich eine komplexe Fallstudie bekannt und die Studierenden haben nun die Möglichkeit, das vorzubereiten. Das Einzige, was sie noch nicht wissen, ist, welche konkreten Prüfungsaufgaben kommen werden. Und sie können jetzt, wenn sie möchten, können sie das eben in der Gruppenarbeit, also in Gruppen vorbereiten. Und das wird diejenigen, die das tun, das wird ihnen auch Vorteile geben. Wir können das jetzt auch noch mit den Spickzettelprüfungen kombinieren. Das heißt zum Beispiel, die Studierenden oder E-Portfolio können hier ein Materialportfolio vorbereiten, das sie dann in die Prüfung mitnehmen. Und die Prüfung findet dann aber individualisiert statt. Das heißt, wir haben hier eigentlich ein Design, welches völlig kompatibel ist mit der herkömmlichen Prüfungspraxis, wo die Klausur individuell stattfindet. Und wir kriegen quasi das Sozialvermittelte mit rein über diese Idee des doppelten Transfers und eben die Idee, dass quasi dieses Lernen im doppelten Transfer eben selbst auch wieder in sozial vermittelten Akteurnetzwerken realisiert werden. Das ist noch der Comic zu dem, was ich gesagt hatte. Dann ganz kurz noch ein Gedanke, wieso es sich eben auch lohnen kann, die ressourcenvermittelten Prüfungsaufgaben mit eben quasi Prüfungsaufgaben ohne Ressourcenvermittlung zu kombinieren. Ich habe viel darüber gesprochen, wie komplex das ist und wie zeitintensiv. Und wenn wir uns vorstellen, oder, dass die Lernziele, die decken immer eine gewisse Breite und eine Tiefe ab, dann kriegen wir eben durchaus auch ein Problem, die Breite adäquat abbilden zu können. Und da sind eben eigentlich die herkömmlichen Prüfungsaufgaben, die nicht ressourcenvermittelt sind, viel besser geeignet. Also man kann sich wie vorstellen,
herkömmliche, konzeptionell orientierte Aufgaben, vielleicht zum Teil auch wirklich nur Faktenwissen abfragen. Damit kann man die Breite prüfen und dann ganz gezielt eben mit ressourcenvermittelten, komplexen Aufgaben schauen, wie tief können die Studierenden quasi gehen. Ja, damit danke ich für die Aufmerksamkeit.